Diese Gegenüberstellungen und diese Gruppierungen machen Sachen deutlich auch über die eigene Kultur. Eine wichtige Entdeckung oder Offenbarung für mich war die Realisierung, dass Begriffe wie Sünde, wie Gut und Böse viel weniger präsent sind in verschiedenen afrikanischen Denksystemen. Und das sehen Sie sehr gut in der Gegenüberstellung von zwei Objekten. Und jedes Objekt besteht aus zwei Figuren, die Rücken an Rücken stehen. Sie haben auf der einen Seite eine nackte Frau, auf der anderen Seite den Tod. Die nackte Frau weist mit ihrem Finger auf ihren Scham und es ist deutlich, es geht um Wollust und Sexualtriebe und es ist eine Warnung, ein Memento Mori, eine Warnung, dass man ein sündenfreies Leben führen muss. Ansonsten wird man mit dem ewigen Tod bestraft. Das ist sehr christlich, gut und böse. Diese antithetische Gegenüberstellungen gibt es eigentlich viel weniger in verschiedenen afrikanischen philosophischen Systemen. Dort ist vielmehr die Rede von Ergänzung, von zwei Seiten, die einander ergänzen. Im Objekt aus dem Luba-Königreich aus dem Kongo haben sie eine Frau und einen Mann, die Rücken an Rücken stehen. Es symbolisiert die Ordnung der Welt, die Harmonie der Welt, die Komplementarität anstatt Gegensatz. Und das war auch eine große Entdeckung für mich.